Warum ist mir das so wichtig? Ein Beispiel. Kürzlich trafen Michael Leutern und ich einen Windbauern, der ein konkretes Anliegen hatte. Wir hörten ihm zu und berieten gemeinsam, wie wir ihm helfen könnten. Und wir waren ziemlich überrascht, welche Resonanz vor allem vor Ort erzielten wir damit. Wir nahmen das Problem schließlich mit und stellten im Bundestag und im Landtag konkrete parlamentarische Anfragen und veröffentlichten Pressemitteilungen. Gemeinsam mit den Windbauern hatten wir es geschafft, dass sich die Öffentlichkeit mit dessen drohender Enteignung beschäftigte und die staatliche Verwaltung hierzu Stellung nehmen muss. Ihr kennt alle solche oder ähnliche Probleme bei euch vor Ort, ob das nun die Zerschlagung von wertvollen Meißner Porzellan ist, um den Preis künstlich hochzutreiben, ein vor Ort gewünschter Trägerwechsel eines Fanprojektes wird durch das Innenministerium monatelang hintertrieben, die Schließung des Hochschulstandortes Reichenbach, der erzwungene Zusammenschluss von Gemeinden oder das Schließen der letzten Schule im Ort. Es gibt hier teilweise großes Engagement unsererseits, aber ich denke, wir haben da noch ausreichende Reserven. Keine Oppositionspartei hat so viele Mitglieder und Wahlkreisbüro wie wir. Also muss es doch möglich sein, dass wir uns auch um die verschiedenen lokalen Ereignisse kümmern. Wir nannten das mal Partei für den Alltag, nicht für den Wahltag. Kümmererpartei war ein Ehrentitel, den wir verliehen bekommen haben und den wir unter anderen Voraussetzungen wieder erlangen sollten. Denn das, dass wir uns kümmert haben, hat uns über viele Jahre politischen Erfolg gebracht. Denn darum geht es ja. Politische Erfolge erringt man doch nicht in endlosen parteiinternen Debatten oder großen rhetorischen Saalschlachten, in dem der Letzte, der noch steht, als Sieger herausgeht. Wir in Sachsen wissen, dass wir erfolgreich sein können. Das haben wir nämlich als PDS bereits gezeigt. Wir haben uns ganz praktisch von einer zu Untergang verurteilten und an den Rand gedrängten Partei über alltäglich oft mühsam, anfangs nur mäßig erfolgreiche Arbeit zur wirksamen Interessenvertretung all derer gemacht, die unter sozialer Gerechtigkeit mehr verstehen als Almosen für viele und Reichtum für wenige. Wir haben gezeigt, dass die unmittelbaren Interessen und Bedürfnisse der Einwohnerinnen Sachsens unser Aufgabenfeld beschreiben, dass wir unsere Politik aus der Praxis heraus entwickelt und nicht aus dem Elfenbeinturm. Das ist das Fundament unserer Stärke. Darin besteht unsere praktische Perspektive für diese Gesellschaft, für dieses Land, für Sachsen. Wir können sagen, dass unsere Vision sozialer Gerechtigkeit nicht mit mehr oder weniger cleverer PR an den Menschen herangetragen werden muss, sondern dass wir sie mit ihnen aus ihren Interessen und ihren Bedürfnissen heraus entwickeln müssen. Unser Ziel ist eine gerechte Gesellschaft. Ein Leben in Menschenwürde kann man deshalb mit drei Worten zusammenfassen. Alles oder keiner. Lasst uns auch somit ein Vermächtnis von Gundermann erfüllen.